So, ich hole euch dieses Mal mal genau von hier ab. Das hat auch einen Grund. Hier unten sind zwei fette Muttis, die Gift spucken. Ich bin jetzt einfach mal hier in den Tempel geflüchtet, weil wir müssen noch ein paar kleine Rätselchen lösen. Ich glaube, wir haben den Haupteingangstür jetzt schon aufgemacht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Wir gehen jetzt gleich mal schauen, da unten. Wir sind auch auf den Stufen gestorben. Der Tempel ist so hoch, dass da oben ein Vogel rumfliegt, ne? Ne, einer fehlt noch. Ich habe mich vorhin die ganze Zeit gefragt, ich war in jedem Gebäude hier und so weiter, wo man den Scheiß aufmacht. Dann habe ich hier aus dem Augenwinkel die Dinger gesehen. Und dann bin ich einmal rumgelaufen. Und tatsächlich von der Anhöhe kommt man hier unten oben schon rein. Da muss man nämlich einen Schalter noch drin finden. Aber der ist relativ lächerlich versteckt. So, hier sind wir auch schon. Ein paar Geistchen hier. Ja, Skelettgegner meine ich natürlich. So, schauen wir natürlich mal hier rein. Ein Kollege hat gesagt, manchmal haben die auch krassen Scheiß dabei. Ich habe gleich noch nie ein Skelett mit einem krassen Scheiß dabei gesehen. Aber ich kann ja auch den verpasst haben, weil ich nicht alles gelootet habe. Aber so, dann nehmen wir die Flamme mit. Die Funken, die brauchen wir bestimmt nochmal. Falls es den Endboss gibt, werde ich jetzt mal hier mit der fetten Keule weiterfighten. Ich muss sagen, dass dieser scheiß Vogel mir auf die Nerven geht da draußen. Silberstufe. Wir werden immer verrückter, diese kleinen Zauberstäbe. Die waren wir doch gerade eben schon. Hatten doch. Ja, hatten den aufgemacht. Hier ist so das Ding hinter versteckt hier. Diese Falle, die wahrscheinlich später noch aktiviert wird, wenn wir hier ein paar Schalter angemacht haben, ein paar mehr. Da stecken Bücher weg. So, der zweite Schalter. So lustig, dass alle Fallen dahinter. Okay. Beim letzten Schalter geht bestimmt alles los auf einmal. Jetzt aber muss ich sagen, mal eine schöne Atmosphäre hier in dem Tempel. Entweder hat ihn jemand anders. Aber immer anders designt den Tempel. So, hier sind wir hochgekommen. Oh Mann. So. Hinter welchem Bücherregal habe ich jetzt noch nicht geschaut? Hier haben wir geschaut. Aber hier ist nicht. Alter, das schöpfert der richtig rein. Hätten wir reingeschossen schon. Wie ist da der Schalter für außen? Ach, oh Gott, hier ist er doch. Ja, kann man mal erwähnen hier. Den Quark. So, die Tür ist offen. Fürs Treppenhaus. Ja, noch eine ganze Weile nach oben hier. Ja, Obelisken, die im Innern bauen, komischerweise. Scheiße, jetzt dieses scheiß Vieh hier auch noch drin. Ja, die machen so viel Schaden, Mann, das ist so krank. Ach, Gott sei Dank gibt es diese Falle, die eben auch Schaden macht. Die Glasschlitter haben sich gelohnt dafür, fast drauf zu gehen.
Nimm ich eigentlich die ganze Tränke, Mann. Ich bin auch so blöde. Wir brauchen doch, wir können doch die Verbände nehmen. Die haben doch extra gecraftet und eingepackt. So. Hier geht's weiter nach oben. Hat einfach so eine Viecher hier in sein Nest gebracht. Crazy. Ich kann gar nichts sehen, oder? Ja. Eine kleine Mini-Kiste. So. Da ist auch noch eine Kiste, aber wir scheißen einfach auf die. Ist hier noch so ein Scheiß wie. Ja, das geht schon noch ein bisschen. Und nur Scheiße dabei eigentlich, ne? Hm. Ja, die Abenteurer, die der hier da reingesammelt hat, ne? Die hier. Gott sei Dank haben wir 10 Dietriche dabei. Oder 15 sogar. Metallschrott, Metallschrott. Ich müsste wie so eine super cool leuchtende Rüstung irgendwann haben, so wie die Handschuhe hier. Dass wir denn keine scheiß Fackel mehr brauchen. Wo es ja auch so ein bisschen Atmosphäre bringt, wenn man hier der Fackel das erforschen muss. So, es sieht aus, als ob wir hier relativ weit oben sind jetzt. Jetzt hier der Gleiter drin. Und hier ist der Gleiter. Let's go. 250% Reichweite. 25 Geschwindigkeit. Hier Ausdauerpunkte pro Sekunde. Erhalte einen außergewöhnlichen Gleiter. Yay. Wir legen den gleich an, oder? Quest abgeschlossen. Das ist unsere 60. Quest. So, und jetzt ist doch der Klassiker, von hier wieder zurück zu fliegen, oder? Um dann zu sehen, wie weit man kommt. Aber wir gehen ja erstmal noch nach oben. So. Wo geht es denn hier hoch, meine Freunde? Oh Gott. Das war knapp. Okay. Wir gehen anscheinend nicht nochmal hoch. Aber die Geschwindigkeit ist insane. Wo wollen wir denn jetzt hin eigentlich? Fliegen einfach da gleich hin. Who cares? Who cares, was auf dem Dach war? Denn erstmal Drache so schnell. Jawohl. So, 200 Meter entfernt. Hm. Sieht aber schon ganz gut aus, ja? Der legendäre. Aber ich bin ein bisschen. Warte mal. Dass es so ein krasser Unterschied ist, aber sieht doch lustig aus, ja. Vielleicht. Ich bin mir ja nicht ganz so sicher. Das ist ja schon Stufe 30 Equipment. Wir haben ja noch gar keine Stufe 30 Rüstung, ne? Vielleicht ist ja hier in dem Endloot-Gebiet noch ein paar verrückte, versteckte Kisten für uns am Start. Und jetzt gucke ich mal, ob wir hier einen Endboss irgendwo sehen. Nee, nur den Baum. Miasma-Wurzel.
ihr denn hier, Alter? Achso, ist Lava tatsächlich. Oh, es geht um eine Waffe. Ist da irgendein Magiestab? Wir machen erstmal den Baum hier weg. So, haben vorne haben wir noch einen großen Kollegen. Mehrere große sogar. Aber hier geht es ja noch gar nicht weiter. Wir müssen ja hier hoch. Da geht es ja doch schon weiter mit der Quest sozusagen, weil wir ja hier hoch müssen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich die letzte Quest war, die man jetzt hier machen kann erstmal. Ach ja. Ich muss schon aufpassen, wie schnell man hier fliegt, Alter. So, 40 Meter. Scheiße. Haben wir irgendwas für den? Dann bin ich anscheinend. Wir haben es einfach tritt. Müssen wir gleich nochmal eine Beschreibung durchlesen, was wir da mit dem Wanderer hier machen müssen. Und ein bisschen unter Stress hier. So, jetzt können wir mal kurz reinschauen hier. Tagebuch. Die Truhe des mysteriösen Reisenden. Die Truhe aufgespült und werden wir hier zurückgelassen. Natürlich. Ah, da geht es noch nach oben. Denken wir mal, dass sie da oben eigentlich ist. Wir kommen jetzt hier wieder rein. Der ist immer noch da oben, Fabio. Man fliegt, Alter, das ist so ein Fan, Mann. Wir heilen uns mal schnell ein bisschen. Das ist Drecksfies. So, Schwert fast kaputt. Das ist hier runtergesprungen, der Kollege. Und wir hätten weiter hochklettern können. Sehr gut. Steckt da fest. Guckt euch die Truhe an. Let's go. Lass mal. Hört sich gut an. So. Du hast derzeit keine unvollendeten Quests. Ob jetzt den Exilbrunnen hier noch mitnehmen? Hier ist noch ein Exilbrunnen. Ob jetzt die Kollegen in der Base mal was wissen wollen würden?
Nachdem wir nehmen noch den Exilbrunnen mit, oder? Wir sind ja gerade mal 15 Minuten am Start hier. Ich kann ja den Weg jetzt einfach fliegen, so insane. Whee. Muss mal ein bisschen links halten. Alter. Travel Time Zero. Ja, jetzt kann der nächste Map-Abschnitt ja kommen, ne? Warte mal, wir nehmen den mal mit zum Elixierbrunnen hier, den Kollegen. Da kann uns ein bisschen helfen. Die Flamme zum Wiederauferstehen. Kommt der jetzt auch mit unten rein hier? Kommst du mit? Ah ja, schön rein hier. Boah, die ist so schnell. Das ist mal nicht lang. Ah, ist okay. Möchte ich aber auch hier ein paar Gegner sehen. Ja. Noch weiter rum, oder? Ja. Hab ich meinen Drachen verloren jetzt? Jetzt auch einen. Ist ja relativ sind ja, ach, das ist ja Honig. So. So. Ich bin ja nicht mal dran gewesen hier. Du hast diese Viecher. Ist dieser. War alles verbraucht. Hopp. Ich wollte gerade sagen, wo ist dieser Drecksbaum hin? Ist er ja schon. Hier im Springen. Nein! Wie gut, dass wir da unten sind jetzt. Ist das ach, ich da? Da habe ich ihn verloren. Oh, so einfach ist es hier ja nicht, glaube ich. Wir nehmen mal den Ausruhbuff mit, wenn wir den überhaupt bekommen bei der kleinen Kackflamme. Kriegen wir natürlich nicht. Das sind wie unsere letzten Verpflegungsreste. Gehen frisch gebufft wieder runter. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu leise. Kann natürlich sein. Und ich quatsche die ganze Zeit viel zu leise vor mich hin. Kollege meinte, wenn der ausgeruht Buff da ist, dann kann man auf jeden Fall ordentlich was nehmen hier. Ein paar Gegner. Aber in unserem Fall haben wir halt natürlich nicht den ausgeruht Buff. Lassen wir jetzt einfach mal da. Ach nee, da sind Fliegeviecher. Ja. Wir hacken einfach nur das Ding ab hier. Ja? Scheiß drauf. Jawohl. Sie wirft uns aber wieder runter. Ich hasse diese Viecher. Schaut euch das an. Ich wollte gerade sagen, ich habe so einen tollen Bug gefunden und dann das. Natürlich müssen wir jetzt nochmal runter, oder?
Diesmal können wir ja alles sehen. Da oben sind wir gestorben. Können wir uns da hingraben? Das wäre auch richtig nice. Ja, wer jetzt nicht mehr dranbleiben möchte, ich grabe mich jetzt nur zu meiner Leiche hoch. Geht wahrscheinlich relativ schnell. Und dann reisen wir eh zurück in die City, wenn der die Gegner hier nicht. Oh. Was zum Teufel? Ja, das ist nur Level 25, ne? Das muss wäre ein bisschen schleichen. Das war ja mega der Zufall gerade. Wie das mitgekriegt ist. Was das da? Also, falls ihr mal hier seid. Wir brauchen eh nur die. Eigentlich möchte ich hier gerade ein bisschen das Crafting-Material grinden. Okay, wir haben's. Schau mal, ob in unserer Base jetzt jemand was von uns wissen möchte. Vielleicht kriegen wir doch noch eine Quest. Anscheinend möchte gar keiner was von uns. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Was sagt denn das Tagebuch? Das Tagebuch sagt nichts. Werkstättenjägerin sagt auch nichts. Achso, wir haben ja einen Explosionsfall. Feuersteinfall. Und Schwarzpulver. Da müssen wir ein bisschen craften. Ich würde tatsächlich die Folge hier jetzt beenden. Es sollte nur eine kurze Folge. Aber wir haben tatsächlich alles erreicht, was wir erreichen wollten im Moment. Ich würde euch jetzt demnächst mal, also ich denke mal in der nächsten Folge, hier noch ein bisschen alles aufdecken, die paar kleinen Fragezeichen wegmachen. Dieses Fragezeichen kriege ich nicht weg, weil jemand da weiß, wo der Haupteingang zu dieser komischen Base ist, die hier unten darunter ist. Einfach mal in die Kommentare schreiben, falls überhaupt jemand dieses Video schaut. Ja, dann würden wir hier noch die paar offenen Elixierbrunnen farmen und hier hatte ich, glaube ich, hier drüben hatte ich noch ein Refugium der Flammen gesehen. Hier mal schauen, was hier noch so ist. Oh, hier drüben ist auch noch ein Miasma. Elixierbrunnen. Aber wir haben ein bisschen was vor uns. Also, ja, ich gucke jetzt mal, was ich hier noch so machen kann, was ich noch so craften kann. Ich habe hier, glaube ich, die Stöcke hatte ich alle schon abgeholzt. Wir haben hier noch unseren Kumpel gebaut. Die Vogelscheuche. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.